301 neue Corona-Fälle gab es in den letzten 24 Stunden in Brandenburg. Bisher wurden insgesamt 189.024 Impfungen im Land durchgeführt. Im OSL-Kreis kamen 21 neue Corona-Fälle hinzu. Die 7-Tage-Inzidenz liegt hier aktuell bei 121,6. Der Senftenberger Stadtverordnete Sven Schale erklärte am Dienstag dieser Woche seinen Austritt aus der SPD. Er begründete dies unter anderem mit der Zustimmung einiger Sozialdemokraten im OSL-Kreistag zum Verkauf des Klinikums Niederlausitz an den privaten Sana-Konzern. An diesem Donnerstag beginnt die 31. Brandenburgische Frauenwoche mit einer virtuellen Auftaktveranstaltung im Internet. Unter dem Motto Superheldinnen am Limit werde die Kampagne zu einem Frauenjahr. Sie endet am 10. Dezember 2021. Brandenburg hat ein sogenanntes Impfkabinett unter Leitung von Ministerpräsident Dietmar Woidke. Es sei nicht akzeptabel, wenn das Land bei Erstimpfungen bundesweit letzter sei, so Woidke. Es gehe jetzt um eine bessere Abstimmung der Corona-Maßnahmen zwischen allen Ebenen, einschließlich der Landkreise und kreisfreien Städte.